zurück bei Lost Sea. Geht es jetzt weiter zu den nächsten Inseln. Ich habe jetzt extra gewartet mit der ganzen Sache. Jetzt haben wir eine normale und eine schwere Insel. Und das Schwer finde ich halt in dem Augenblick richtig interessant, weil wir bisher noch keine schwere Insel hatten. Und wird es vielleicht auch das Let's Play besiegeln? Wird das Ganze jetzt ein Ende finden? Wobei ich habe ja eigentlich eine ohne Heiligenschein. Besatzung geheilt. Oh, schön. Mal davon abgesehen, dass er eh gar nicht verletzt war, aber gut, passt. So, also hier haben wir jetzt zum Abschluss vielleicht eine schwere Insel, vielleicht eine leichte Insel. So. Die Musik ist auch ein bisschen eindringlicher. Wir gucken uns mal ganz kurz die Karte an. Und hier gibt es tatsächlich nur einen Schatz. Der soll sich in der Richtung befinden. Dann gehen wir auch mal in diese Richtung. Oh, die haben es echt drauf. Und hier spawnen die Gegner einfach so. Okay. Das sind schön. Oh, das ist natürlich gut, wenn ich dann Energie bekomme. Aber immer noch zu wenig für meinen Geschmack. Für das, was ich an Schaden bekomme. Ah gut, das kann sich ja alles noch ändern. Vielleicht war es jetzt auch nur einmal dieser Überraschungseffekt. Weil ich halt vielleicht so gesehen den einfachen Weg genommen habe. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin mal neugierig, was jetzt wie gesagt noch alles passiert. Ich habe den doch sowas von getroffen. Oh. Hallo. Ja, das meine ich. Ich habe den getroffen, definitiv. Da ist also auch ganz kurz einmal von dem Treffer kurz ein Spawnschutz oder so, keine Ahnung. Fakt ist, das haut hier ganz schön rein. Ne, da will ich jetzt erstmal nicht lang. Ich hätte gerne hier ein bisschen Energie. Was passiert, wenn ich einfach sage, oh, ich breche jetzt hier ab? Natürlich sind wir genau falsch. Ah, hier gibt es einen Schatz. Den nehme ich dir mit. Weil hier ist was. Das sieht man. Ja, da ist ein Schatz, sag ich doch. Ich wusste es doch. Da fehlt das Herz da drüber. Ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Hä? Wieso hat die kein Herz? Greife ich die mal an. Und hat sich herausgestellt, es war ein Fischmensch, der verkleidet war. Krasse Sache. Daran merkt man auch, dass es wirklich schwieriger wird. Ich hätte es trotzdem gerne halt wieder Energie zurück. Wow. Oh nein, das muss ich aber haben. Doch. Ah. Oh, kommt. Ah, ich warte jetzt noch. So. Ja, ich muss genau da lang. Ich hab's befürchtet. So, erstmal hochgeheilt. Das hatte für mich jetzt Priorität. Sorry, so leid es mir tut. Wenn ihr nicht wollt, dass ich sofort sterbe, dann Richtung? Hä? Zwar keinen Sinn, aber gut, dann gehen wir halt in die Richtung. Ich habe total dann die Orientierung verloren, aber das kann ja mal vorkommen. Da will ich nicht lang. Das heißt, hier erwartet mich wieder eine Überraschung.
Ja, wo seid ihr? Kommt, kommt. Okay. Wieder eine Sackgasse. Aber gut, Sackgassen sind in Ordnung. Solange wir Items bekommen, ist alles in Ordnung. Dann ist alles super. Was ist das denn jetzt schon wieder? Teleporter. Oder irgendwie sowas. Hier lang. Oh, toll, jetzt bekomme ich Energie. Oh, jetzt bin ich im Kreis gerannt. Ich glaub's nicht. Weil ich hier außen lang muss, ne? Hier lang? Ja, hier lang. Okay. Ich gehe doch nicht auf die Nerven. So. Da hinten ist was. Guckt euch das mal an. Da ist was richtig Schönes versteckt. Nimmst das. Geil. Und jetzt holen wir uns da hinten noch das. Noch auch noch platt. Jawoll. Aber ist das hier echt die einzige? Das ist tatsächlich die einzige Scheibe, die es hier gibt. Bisschen skandalös, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut. Aha, hier ist auch ein Weg. Warum bin ich den hier nicht gegangen? Da gibt es gerade hier alles keinen Sinn. Jetzt ist das. Jetzt muss ich hier hoch. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Pfad. Links lang. Und dann rechts eigentlich halten. Den Weg kenne ich hier. Wir gehen hier außen lang, gehen hier rum und da sind wir. Tja, Leute. Würde ich die Insel noch weiter erkunden, aber nein. Eine schwere Insel. Das heißt, Schiffsupgrade haben wir Möglichkeiten. Unterschiedliche Tafeln, Fernrohr 3 baue ich auch nicht. Fischnetz, Bordküche 2. Zu retten, Grette, wir warten auf dem Dock auf dich. Okay. Dann warten wir hier noch mit dem Geld. Und was haben wir hier? Rolle. Wirbelattacke. Laufattacke. Leichtfüßig. Laufgeschwindigkeit. Ausdauer wird erhöht. Rucksack kann ich erhöhen. Oder ein weiteres Mitglied. Und ich glaube, ich werde mich dann eher für ein weiteres Mitglied entscheiden. Weil die Belastbarkeit natürlich auch sehr wertvoll ist. Ich nehme den Führungsstil. Bis zu 4, bis zu 3. Genau. Ja, das war's dann auch schon mit dem Part. Ich fahre jetzt noch mit euch zur nächsten Insel. Schwer, und da gibt es anscheinend einen Schatz auszugraben.
Ich bedanke mich also ganz herzlich an dieser Stelle. Wie gesagt, ich muss jetzt hier bei der Insel dann speichern. Und damit ihr wisst, wie das mit dem Speichern funktioniert. Ja, also, bei dem Fall gesagt, ihr macht das halt erstmal hier ganz kurz kaputt, weil, ne? Lohnt sich vielleicht, dass da das eine oder andere drin ist. Drückt ihr hier auf Speichern und Beenden und das Spiel ist gespeichert. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.